Denn die Maschine, wenn sie diesen Raum verlässt, möchte ich sie erst in ein paar Jahren wiedersehen. Oder spätestens nach einem Jahr, wenn er sagt, ey, der war jeden Tag in Betrieb, bring sie vorbei, kriegt einen schönen Service, neu abdichten und einmal drüber gucken. Michel Zaituna aus Wiesbaden-Frauenstein hat nach der Arbeit noch immer viel zu tun. Sein Hobby? Er restauriert und repariert alte Espressomaschinen. Es gibt drei Arten von Restauration oder drei Arten an Arbeiten. Möchtest du die Maschine nur wieder nur zum Laufen bringen? Möchtest du die Maschine mal general überholt haben, sprich auf den neuesten Stand bringen, Sicherheitsthermostat, neue Verkabelungen? Oder möchtest du eine komplette Restauration? Bei dieser Maschine ist es die zweite Art. Einmal komplett überholen und auf den neuesten Stand bringen. Immerhin handelt es sich um eine sehr alte Maschine. Wie alt, kann auch Michel erst nur vermuten. Das ist eine zweigruppige, sieht man ja, zweigruppige Handhebel. Genaue Datum, ich hoffe mal, dass wir den Stempel finden. Dann kann ich dir genau sagen, wann die gebaut wurde. Ist eine Gastromaschine. Das Tolle an der, beides funktioniert, sprich man kann sie über Gas betreiben und man kann sie auch über Strom betreiben. Beides tun wir auf jeden Fall wiederbeleben. Sieht ziemlich dreckig aus, aber es ist nur Dreck. Die Schönheit kommt noch. Vor allem die schönsten Überraschungen sind immer unter dem Kessel, weil dort sammelt sich mit der Zeit auch Leben an. Bereits seit über 15 Jahren widmet sich Michel den Espressomaschinen. Zwischenzeitlich für 10 Jahre sogar hauptberuflich. Die Maschinen haben dabei unterschiedliche Wege in seine Werkstatt. Meistens wirklich aus Südeuropa, Italien, und sie lagen zum größten Teil im Keller. Teilweise habe ich auch festgestellt, dass sie vielleicht in Scheunen waren, weil wenn die Maschinen bei mir stehen, ich zerlege die, dann habe ich kleine Nester, ja, von Mäusen, von Vögeln. Also die meisten Maschinen, die alten Vintage-Maschinen aus den 50er, 60er, da musste man wirklich alles zerlegen, um überhaupt am Kessel ranzukommen. Dann haben wir Maschinen wie die Kimbali hier. Ja, da kann man wirklich das Gehäuse, das ist auf Schienen befestigt, kann man einfach so nach hinten klappen, wie ein alter, ja, wie ein Sportwagen. Ne? Zick, und schon habe ich einen Motorraum. Wenn du mal hier reinguckst, da ist eine Maßverpackung. Da sind Nüsse. Da sieht aus wie ein kleiner Nest. Den Kunden, schicke ich gerne immer wieder Bilder, was ich so entdecke. Vor allem soll er sehen, wie weit ich schon bin. Auch diese Maschine stand wohl in einer Scheune. Die Spuren sprechen für sich. Wunderschön. Ja, das war auf jeden Fall eine Maus. Wenn ich sowas sehe, muss ich immer an sowas denken. Die Maschine stand draußen. Und das ist aber witzig, echt. Da war bestimmt noch ein Stück Maß. Dann werden wir mal die Verbindungsröhre alle trennen. Das sind die hier, das sind einmal hier Dampfrohr, Wasserstandsrohr, ganzen Verbindungsröhre, die hier. Die schätze halber mit WD-40 ein bisschen. Nur ein bisschen. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn die Schrauben abbrechen. Während das Öl einwirkt, werden nun die Prügruppen abgebaut. 17er auf jeden Fall. 18er. Die brauche ich auch, die sind wichtig. Das sind Originalschrauben. Da muss man, ich schräg die so. Nicht schlimm, da müssen wir ein bisschen gewalttätig werden. Und dann nehmen wir was mit Holz. Holz ist weich. Ich will ja das ganze schöne Metall nicht kaputt machen. So, das ist die erste Glocke. Und die ist so alt, dass sie bricht. Sehr alt. Das ist neu. Ja, elastisch, locker. Ja. Das ist, wenn die schon ihre Zeit gemacht hat, ja, bricht. So.
wenn wir jetzt eine volle Restauration nehmen, sprich, dass wir wirklich das Gehäuse auch verchromen, Pulver beschichten, wenn die Maschine vor allem komplett ist, dann ist sie in 3 Monaten fertig. Die meiste Zeit braucht der Verchromer, wenn ich es abgebe, 4 bis 8 Wochen Wartezeit. Der Zusammenbau, das Zerlegen, das ist ruckzuck gemacht. Wenn du mal reinguckst, 2 Federn, das ist der Kolben und das Wasser kommt aus diesem kleinen Loch, aus dem Kessel, strömt rein in die Kammer und der Kolben drückt es dann halt mit einer gewissen Barstärke das Wasser auf den Kaffeeputz. Ja. Als gelernter Mechatroniker kennt sich Michel mit Systemen wie solchen sehr gut aus. Angefangen hat seine Faszination für Espressomaschinen allerdings nicht in der Werkstatt. Da hatte ich ein kleines Bistro gehabt, habe ich mir eine Gastromaschine zugelegt und diese Maschine hat mir nur Probleme verursacht. Also ich habe wirklich andauernd den Servicemann gerufen und es hat echt viel Geld gekostet. Und die Maschine habe ich auch mitgenommen. Irgendwann mal war ein bisschen Zeit, habe ich mir die Maschine mal so angeguckt, ich so, jetzt zerlege ich dich. Und beim Zerlegen, Fehlersuche, habe ich festgestellt, oh, das macht mir Spaß. Ne? Und Juxtollerei mal, ein paar Gastronomen angeboten, ey, bring die mal vorbei, ich guck mal drüber. Ne? Und dann hat es Klick gemacht. So. Jetzt, wo die Brühgruppen ab sind, werden sie in ihre Einzelteile zerlegt. Das ist oft besonders schwierig. Ja, die Brühgruppen sind immer ein bisschen kompliziert, weil die alle unter Spannung sind. Und wir haben es hier nicht nur mit einer Feder zu tun. In der Brühgruppe sind 3 Federn eingebaut. Die sind für die Espresso-Zubereitung sehr wichtig. Das ist wie die Präfusion, ja. Mit welchem Druck du zuerst das heiße Wasser auf den Kaffeepott drauf drückst, ja. Am besten langsam, dann schnell. Hier hat man es langsam und dann schnell, also fester und dann wieder weicher. 3 Stufen, 3 Federn. Michel tauscht die alten Federn gegen neue Federn aus rostfreiem Edelstahl aus. Denn Rost sollte später natürlich nicht im Espresso sein. Kalk. Hier muss ich gucken, dass ich eine von den Dichtungen heile rausbekomme. Warum? Dann habe ich ein Originalstück und lasse mir eins nachschneiden. Und ich hatte was im Hinterkopf. Ja, ich sehe es. Ja, habe ich da. Sogar 2, 3 Stück. Ja, also schon mal gut. Dichtung haben wir da. Bitte, lieber Gott, gehst du rein? Ja, doch fantastisch. So, aber da gehen wir hin. Jetzt hat das Öl genug eingewirkt und auch die Seitenteile können nacheinander abmontiert werden. Oh, da geht mir. Oh, wunderschön, guck mal, Platten noch locker. Oh, fantastisch. So sieht's aus. Die Maschine hat man abgestellt, wo noch was am Kessel drin war. Da war noch der Kessel wirklich auf Minimum befüllt. Was übrig geblieben ist, ist der Kalk. Ne? Ja. Auch hinter der nächsten Abdeckung sind weitere Mäusespuren zu finden. Oh, hier ist ja voll. Ja, das waren auf jeden Fall 2 Apartments hier drin. Ich habe internationale Kunden, das auch viel. Ja. Es sind wirklich Kunden, viele aus Asien, die kaufen die Maschinen über den europäischen Markt, sprich aus Spanien, aus Italien, aus Frankreich werden Maschinen gekauft, auch aus Deutschland. Und dann ist es so, die kaufen das und beauftragen den Verkäufer, dass die Maschine zu mir geschickt wird. Ja. Alles andere kümmern mich dann. Auch wenn es schlimm aussieht, ist es nur Kalk. Bei einer solch alten Maschine völlig normal.
Nahezu alle Teile kann Michel wiederverwenden. Der kleine Rest wird im Wertstoffhof abgegeben. Nachhaltiger Aspekt ist groß bei mir. Wir haben ja hier Komponenten, Materialien, die gehen von heute auf morgen nicht kaputt. Wir haben Materialien, die kann man immer wieder reparieren. Kessel, wir haben einen Riss im Kessel. Man kann es löten. Man spart sich einen riesen Kessel. Man spart viel Geld, viel Ressourcen. Im Gegensatz zu den neuen Maschinen von heute, du hast ja nur Plastik. Und vor allem, wenn die Maschine gemacht ist, hast du eine Maschine, die dann 30, 40 Jahre lang dort steht. Das heißt, 30, 40 Jahre lang spare ich mir, irgendeine Kaffeemaschine alle 3 Jahre zu kaufen. Im fertigen Zustand wird die Espressomaschine einen großen Sammlerwert haben. Ein Großteil durch die alten Komponenten. Es ist also wichtig, dass alles ganz bleibt. Der Schalter ist wichtig. Den gibt es nicht als Ersatzteil. Der muss wirklich raus. Ohne Beschädigung. Doch ausgerechnet jetzt gibt es Probleme. Der Schalter will einfach nicht raus. Nein, nein, genau das wollten wir doch nicht. Die Schraube war festgerostet. Immerhin kann Michel alle 3 Teile des zerbrochenen Schalters sicherstellen. Nach diesem Unglück wollen auch die letzten Schrauben des Kessels nicht mehr herausgehen. Mit Hitze versucht Michel, das Material aufzudehnen. Wir haben es in Flansche eingebaut. Dann ist auch der Teil des Auseinanderschraubens fertig. Michel zieht eine kurze Zwischenbilanz. Das ist schon genau die richtige Zeit, ja. Vor allem, wenn alles rostfrei ist, ja. Wir hatten jetzt nur zum Schluss jetzt ein Schalterproblem gehabt mit der einen Schraube. Ist ein bisschen ärgerlich, aber alles andere war nix. Also das war wirklich Traum für jeden Restaurator, ja. Ja, ich habe eine kleine Internetpräsenz, so einen kleinen Kaffeeblock. Und wenn Leute dann irgendwie Hilfe suchen wegen einer Kaffeemaschine, die sie erworben haben, und tippen halt Modellnummer ein etc., dann landen die. Die landen alle bei mir, ja, weil ich habe schon wirklich auf alle Maschinen. Es gibt keine Maschinen, die ich noch nicht hier in der Werkstatt hatte. Ja. Auch den Restaurationsverlauf dieser Maschine dokumentiert Michel auf seinem Blog. Einige Teile des Kessels und der Brühgruppe hat Michel zum Sandstrahlen fortgebracht. Hier bereits wieder zusammengebaut. Nun kann der Teil der Restauration losgehen, den Michel in seiner eigenen Werkstatt macht. Ja, da müssen wir auf jeden Fall eine ganze Flasche nehmen, Zitronensäure. Lass mich schön einwirken. Während die Verbindungsröhren und die Heizung in Zitronensäure entkalken, macht Michel die Standfüße fertig. Dafür stanzt er neue rutschsichere Einlagen aus. Passt genau in die Fräse rein. Ja. Wunderbar. Klack. Die Anti-Rutsch-Einlage passt, die Gewinde der Standfüße leider nicht. Also Gewinde nachschneiden. Das bringt mir jetzt nichts, einfach den Gerätefuß da rein mit Gewalt reinzuschrauben. So passt es schon viel besser. Der gröbste Kalk der Heizung kann abgeklopft werden. Für den feineren Kalk kommt die Heizung noch einmal ins Zitronensäurebad. Währenddessen schraubt Michel die Brühgruppen wieder zusammen. Dafür hat er sich selbst 2 Vorrichtungen gebaut, um die Federn einspannen zu können. Und?
Dann noch einfetten und schon kann es wieder zusammengesteckt werden. Schwierig, aber nicht unlösbar. Perfekt. Bin noch nie gescheitert, also nicht wirklich. Genau, sowas suche ich ja. Solche Herausforderungen. Kleinere Metallteile wie Schrauben oder Muttern werden im Ultraschallbad gereinigt. Andere Teile muss Michel zunächst polieren und dann vergolden. Schön aus. Ich habe insgesamt 4 Schrauben, die ich vergolden möchte oder muss, damit es auch optisch gut aussieht. Da habe ich schon eine kleine Vorrichtung gebaut, ja. Einen kleinen Galvanikbad. Elektrolyt habe ich auch schon da, Goldelektrolyt. Die Galvanik zählt auch zu den Bereichen, die Michel durch seinen Beruf bereits kennt. Auch wenn die Muttern später nicht von außen sichtbar sein werden, ist für ihn das Gesamtbild der Espressomaschine wichtig. Denn eine Espressomaschine ist für ihn mehr als das. Das ist Kunst. Ja, wenn du mal genau hinguckst, derjenige, der die Maschine konzipiert hat, ja, diese Wölbungen, diese Schwingungen, ja, der Griff, ich meine, schau, wie schön, wenn du den in der Hand hältst, die Form, das ist wie Van Gogh. Du trinkst und sagst dir, Mann, ich habe ein Kunstwerk, was meinen Gaumen ja in den 7. Himmel bringt. Bevor die Brühgruppen den Weg versperren, wird die Gasheizung ausgetestet. Jede einzelne Schraube muss perfekt sitzen, sonst ist der Kessel später undicht. Auch das Baudatum ist mittlerweile zu sehen. 6. Februar 1962. Die Maschine ist damit also älter als Michel selbst. Eine letzte Politur der Glocken und dann ein erster wichtiger Test. Wie ist der fest? Um Ellison bezweifle ich, dass es perfekt passen wird. Weil die alten Siebträger hatten immer eine ganz große Dichtung. Gucken wir mal. Oh, fantastisch. Hammer. Perfekt. Poh. Geil. Geil. Die Brühgruppen bekommen noch etwas Fett und die Maschine ein neues Sicherheitsventil. Das Bleigewicht hat immer bei 1,4 Bar immer wieder Dampf abgelassen, damit die Maschine nicht überkocht und nicht so viel Druck erzeugt. Alte Technik. Das Problem bei der alten Technik, Energieverschwendung. Jetzt haben wir ein Sicherheitsventil, der schaltet bei 1,8 Bar. Wenn er die 1,8 Bar erreicht hat, der Kessel, der lässt erstmal Druck ab. Als nächstes dann die Elektrik. Das macht Michel als gelernter Mechatroniker natürlich auch. Wir haben hier ein Maximum von 2700 Watt. Das läuft über eine normale Steckdose ohne Probleme. Ich habe auch eine Zugentlastung, sprich, falls jemand am Kabel zieht, dass da nicht gleich alles rausgerissen wird. Ja, überall eine Zugentlastung, also da kann nichts passieren. Das Stromkabel muss noch gelötet werden. Dann kommt ein weiterer Test. Ich muss auf Hochspannung testen, sprich, ich muss gucken, dass nirgendwo eine Maschine Strom anliegt. Ja, das heißt nicht, dass du irgendwie einen Stromschlag abbekommst. Ja. Da wir für die Maschine keine passenden Dichtungen haben, werden wir es wie damals, wie im Originalzustand versetzen und mit Hanf abdichten. Beim Abdichten muss Michel ausprobieren, wie viel Hanf richtig ist. Bei zu viel Hanf kann die Röhre nicht befestigt werden, mit zu wenig ist die Verbindung undicht.
Ja, fühlt sich auch gut. Perfekt. Noch das Wasser anschließen und dann der große Moment. Das erste Wasser im Kessel. Sollen wir? Er sagt noch nichts. Maschine ist nicht heiß, sie hat keinen Druck. Also Strom ein. Aufgeregt? Wenn ich in Betrieb nehme, ja, immer. Aber versuche mal ruhig zu bleiben, weil das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Während die Maschine aufheizt, wird mit Druckluft etwas Druck in den Kessel befüllt. Und siehe da, eine der Brühgruppen ist undicht. Also nochmal rausholen und erneut abdichten. So. Da jetzt alles dicht ist, wird noch das Druckmanometer poliert und dann rangeschraubt. Nun ist die Maschine bereit für den ersten Espresso. Auch hier bekommt der Kunde ein Video. Den ersten Schuss machen wir jetzt. Kannst du mal gucken. Erwarte jetzt nicht die Crema à la Crema, ja? Wie gesagt, wir sind immer noch am Zusammenbauen etc. Nochmal. Die ersten Bezüge werden nicht getrunken. Ja, sieht schon besser aus. Die Maschine muss erst einmal gründlich durchgespült werden. Dann kann der Rahmen und die Seitenteile wieder befestigt werden. Bei Michels Erfahrung reine Routine. Jetzt alle Maschinen, jetzt nicht nur so Restauration, ja, wirklich Reparatur und so weiter, über 1000 Maschinen. Restauration habe ich auch, ich weiß es gar nicht mehr. Ich mache das schon so lange. Dann noch die letzten Polierarbeiten und auch der Schalter ist wieder zusammengeklebt. Nun vollständig verschlossen, ist die Maschine fertig. Warme Tassen. Die Maschine ist so in diesem Zustand, nicht neu verchromt, einfach im Originalzustand. So zwischen 5.000 bis 6.500 Euro wert. Gott sei Dank sind viele noch heil, ja, wurden nicht entsorgt. Und das ist gut, das ist Geschichte, ja. Ein erster Qualitätstest darf natürlich auch nicht fehlen und wird von Michel sehr genossen. So. Und das Schöne an den Handhebelmaschinen, man hört ja kaum was, man hört ja keine Geräusche, keine Pumpe. Sie darf oder sie kann theoretisch die nächsten 60 Jahre wieder irgendwo stehen und arbeiten. Ja, ich habe ihr Leben verlängert. Und in den 60 Jahren, wenn einer vor der Maschine steht, die lag was falsch im Keller und will sie restaurieren, der wird seinen Riesenspaß haben, wenn er sie zerlegt und sagt, wow, geil. Das ist bei mir immer im Hinterkopf, ja, dass irgendwann mal, wenn derjenige die Maschine zerlegen will oder sie restaurieren will, dass er dann da steht und sagt, der Letzte, der das gemacht hat, der war der Beste.